Naja, wir spielen doch hier miteinander und nicht gegeneinander, von daher, Baby. Ich weiß. Ach, siehst du. Was ist denn mit einer Instanz in der heutigen Ja, das, da, Aufnahme? genau daran dachte ich auch gerade. Aber bevor wir in die Instanz gehen, musst du die Zuschauer mal unterhalten. Ich muss die Zuschauer unterhalten. Wieso das denn? Naja, Wieder auf Dinge. Klo oder was? Dinge. Dinge, alles klar. Du hast mir die Dinge vom letzten Mal noch nicht erzählt, was du da machen musstest während der Aufnahme. Dinge. Wo das eigentlich sowas von verboten ist. Ich habe gar nichts zu erzählen, Leute. Das ist so. Ich bin nur hier nur schmückendes Beiwerk. Ich bin kein Das Let's sagt sie Player. überall. Das sagt sie überall, dass sie nur schmückendes Ja, aber Beiwerk so ist. überall Aber so stimmt. nein, das stimmt nicht. Er ist schon weg, aber ich kenne weiß ja schon gar nicht mehr da. Mäh. Ich finde das nicht gut. Jetzt schwebt er hier bei mir einfach in der Luft, ey. Ah. Nein. Ich hab nichts zu sagen. Das ist so gemein. Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich euch erzählen? Oh. Ich sag einfach nichts. Kann er ja nichts tun. Er kann ja nicht 600 Kilometer nach Dresden kommen und mich hauen. Bis er hier ist, hat er das längst vergessen. Dam-di-dam-di-dam-di-dam. Ich weiß nichts zu erzählen. Ich finde das so blöd. Und hier ist gar kein Viech mehr. Ich dachte, ich könnte mich ja wenigstens ablenken. Nee. Ich weiß, was ich mache. Aber ihr könnt es ja gar nicht sehen. Glaub mir, die Eigentlich dachte man 600 ja. Kilometer fahre ich extra nur zu dir. Um mich fertig zu machen. Ja, nein, also ja, aber andererseits. Auf einer anderen Art und Weise. Oh, du bist Oh genauso knuffig wie Mann. deine Haustiere, ey. Du bist so klein und winzig. Du bist genauso Nee, es tut mir leid, ich muss jetzt echt mal ganz kurz auf Toilette. Ja, das hat man schon gedacht. Ja, tut mir leid. Jeder wusste es. Ich habe den ganzen Tag aufgenommen und bin sehr selten zur Toilette gegangen. Jetzt habe ich gerade noch für den Hals halt Wasser getrunken und so. Ja, das wollte mal wieder raus. Das wollte einfach mal wieder raus und hat sich gedacht, ja komm, dann oh. Nein. Ich bin nicht tot. So, jetzt kann ich aber auch wieder normal trinken. Ach, wolltest du die Schlange fangen? Ja, die ist grün. Ah, okay. Und ich bin schon fast wieder tot. Ich muss da noch so eine blöde Möwe fertig machen. Ich glaube, das wird diesmal nix. Ah, du hast doch noch deinen Yeti-Kumpel da hinten. Der muss es jetzt reißen, ja? Die Schlange hat schon zwei fertig gemacht. Los, komm, alle guten Dinge sind drei. Boah, der Yeti Ich ist meine, ich genauso bin damit groß wie bei. du. So, jetzt habe ich Glückwunsch. wenigstens. Jetzt muss nur noch die Möwe Ja, hinkriegen. die. Ja. Auch der Yeti ist so groß wie du, das sieht so klasse aus. Ja. Der ist aber total schwach, wa? Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Er ist schon fast What the tot fuck, was und. war das? Ja. Auch ein netter Versuch, ey. Ja. Na, doch, könnte. Ihr habt gleich viele Leben. Ah, Der knapp. blöde Tornado hier. Ära lässt Nee, er grüßen. ist gleich tot. Ära lässt Jetzt warst grüßen. du's. Ära lässt grüßen. Jetzt wärst du's. Und Aber wegrennen. der hat auch so Blitze drin wie in Ära. Nein, Unser hat er nein. auch Blitze. Tut mir leid, Baby. Ein Problem? Warte, ich muss wo sind meine Haustiere wiederbeleben? Da, wo es vorher auch war. Ja, ich hätte das mal. Ja, pass auf, dann machen wir jetzt doch Zukunft. noch die Quest für die Fire Rocks fertig. Ja. Und dann eine Instanz. Ja. Ich melde schon, oder so, na, soll ich schon mal anmelden? Ich weiß nicht. Vielleicht geht das wieder so schnell, oder? Aber wir haben jetzt irgendwie gerade, glaube ich, sowieso alle Feuerrocks hier ausgerottet. Ja, ich glaube auch. Das sieht so lustig aus. Da ist einer. Schlitterst mit dem Viech hier so über Boden. Nee, echt, das ist geil. Ich bin kleiner Teppich-Porsche. Ja. Das ist so lustig. Warum sehe Ach, ich das nicht? erst magst du das nicht, das Lagerfeuer-Elixier, und sobald der Bug da ist, magst du es. Ja.
Ich werde es mir merken. Ja. Was ist? Ich finde es so geil mit dem kleinen Viech. Tut mir leid, dass ich da so drauf abgehe, aber ich habe das Noggafogger immer schon gemocht. Oh, zwei noch, da ist wieder einer. Ich bin außer Reichweite. Und das Blut spritzt. Ohne Ende. Da unter hinten ist noch einer, sehe ich gerade. Habe ich gerade so im Augenwinkel erspäht. So, der letzte. Du auch, ne? Du brauchst nur noch einen. Ja. Ey, wieso kommt mitten in der Wüste so ein blödes Wassergeräusch? Wir sind in der Wüste, Leute. Merkt ihr was? Ja. So, dann gehen wir mal ab und dann melden wir uns an. Okay. Dann tun wir das. Oh, wie süß! So ein Miniaturbike, ey, als wäre das ein Pet, was jemanden hinterherläuft. Oh. Ich find's cool. Ich glaube, du bist wieder groß geworden, ne? Ja. Ja, normale Größe. Ich jetzt auch. West abgeben. Jetzt will er 10 Kadaver von Eiterpfoten jener, okay. Was will er denn noch alles ausschlachten, der Gute? Naja, egal. Ich melde jetzt mal uns für Zul'Pharak an, die Instanz in diesem Gebiet. Die ist, wenn ihr... Achso. Habe ich jetzt eine Rolle überhaupt eingenommen? Ja. Wenn ihr wissen wollt, wo die Zul'Pharak ist, um da selber hinzulaufen, befindet sich hier oben. In der Ecke. Mhm. Möchtest du vielleicht schon mal schnuppern, wie es ist im hohen Level? Wie schnuppern? Naja, wie das Gebiet da so aussieht. Wieso? Es gibt, ich könnte dir jetzt ein Gebiet zeigen, quasi. Du kommst von hier aus in ein High-Level-Gebiet. Aber nicht ohne Quest. Du bleibst also quasi vor der vor den Toren des Gebietes stehen. Ja, okay. Wenn du magst, müssen wir nicht machen. Hörst du auch irgendwann auf, mal rumzuschweben über dein Motorrad? Mein Motorrad schwebt nicht. Was machst du jetzt? Was bist du jetzt? Ich selbst nur im Kleinen. Wumm, wumm. Nein, bleib so. Dreh dich mal zurück. Du überfährst mich gerade. Aua! Hä? Ich steh ganz normal da. Du stehst in mir. Was soll ich tun? Was ist da nicht? Wie du dich drehst. Ah, das sieht so süß aus. Man folgt dem Kleinen. Ich versuch's. Die Tore sind auch lustig, ne? Die Tore der Stadt. Wenn wir es bis dahin noch schaffen. Da muss es gewesen sein. Ach, ich kann mir... Okay, wir fahren geradewegs drauf zu. Ihr habt noch unverteilte Talente. Ach, guck mal, wir können auch wieder Talente vergeben, Baby. Ja, stimmt, da war vorhin was. Ich habe mich gerade schon entschieden. Ich weiß ja, was ich nehme als Jäger. Und zwar habe ich die Geisterbande genommen. Die Geisterbande, während euer Begleiter aktiv ist, regeneriert ihr euer Tier. Ach so, ja, man sollte es doch richtig lesen, ne? Hatten wir erst das Thema, ne, Baby? Während euer Begleiter aktiv ist, regeneriert ihr und euer Tier alle 2 Sekunden 2% der gesamten Gesundheit. Ja. Wieso? Weil der Tank rausgegangen ist. Wir müssen nochmal warten. Ach so, ich dachte, du hast schon wieder irgendwie was gemacht. Wo bist du denn? Ja, hier. Ach da. Du hast mir gerade wo ganz anders angezeigt. Okay. Alles verpackt. Alles verpackt. Verpackt. Ja, wahrscheinlich sind das die Nachwirkungen vom Patch und morgen gibt es wieder einen neuen Hotfix.
Heißt ja auch Never Play on Patch Day. Naja. Muss man ja alles mal. Na, du siehst es ja nicht. Ich meine. Nö, ich sehe es ja Gott sei Dank nicht. Deswegen ist es ja vielleicht nur bei mir. Aber ich kenne das. Ich hatte sowas auch schon mal einen oder anderen Bug, wo ich dann geschwommen bin. Gott, ja. So, hier sind übrigens, so sieht es in Silithus aus, kleiner Vorgeschmack. Rechts, so sieht das ganze Gebiet aus eigentlich. Oh, ein Wurm. Alter. Baby. Ja. Fahr einfach, fahr einfach. Fahr um dein Leben. Ich warte hinterm Hügel auf dich. Aha. Aber auch nur, weil hier Erz ist. Gott, wo bist du? Ich komm da nicht mehr hoch. Stopp, stopp, stopp. Hallo, ich bin bei dir, ich stehe vor dir. Ich hätte mit diesem Wurm nicht gerechnet, nur mal so zur Info. Ordentlich. Das ist ja schon fast, als wäre ich im Auto. Fahr ordentlich! Fahr jetzt ordentlich! Ja. Ach, ihr habt ja keine Ahnung. Ich fahr ordentlich. Baby, nächstes Mal fahre ich unordentlich. Nee. Dann hast du aber wirklich Angst. Und ich fahr schon ordentlich, weil ich weiß, dass du Angst hast beim Autofahren. Begründet. Muss ja jetzt sein, ne? Ja, wenn du sagst. Solche Sachen verrät man nicht. Ja, ist doch okay. Nee, das sagst du. Hast du mich gefragt? Ja, gerade eben. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ja, du nicht. Ach mein Gott. Ist ja auch begründet, von daher. Ja, jetzt erzähl's noch am besten. Nein. Du musst man sein ganzes Privatleben opfern. Willkommen. Let's please. Nö, das sehe ich auch nicht so ein. Willkommen im hohen Leveligen Gebiet. Mhm. Oh, ich habe 650 die Erfahrung erhalten, immerhin. Willkommen in Uldum. Ein Gebiet, was, wo wir nicht weit, sehr weit rein sollten, weil das ist ab Level 100, ab Level, Totenkopf, 83, 80. Pass auf, der Käfer ist 83. Wenn du den angreifst, bist du instant tot. Ich hab nämlich gerade schon auf die Wüstenspinnen dort auf die Haustiere gezielt. Wahrscheinlich werden da meine gleich matschen. Ja, pass auf, da dieser Skorpion. Pass auf, nein! Geh weg! Renn! Fahr! Fahr! Hau ab! Hau ab! Fahr! Du hast ihn gepult! Ich? Ja. Ich hab doch gar nichts gemacht! Doch! Du bist. Der ist dir zu nahe gekommen! Fahr einfach! Fahr! Fahr weg! Fahr einfach! Fahr zur Karawane, bis er von dir ablässt! Oh, wie geil! Der ist Level 80, 83 so! Betreten! 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 Der ist weg! Der ist weg! Der ist weg! Ich wollte dir nur den Anfang des Gebietes zeigen und du, weißt du. Ah, Hilfe, Hilfe! War ja klar. So, da sehen wir nochmal das Charaktermodell eines anderen Blutelfen-Chars. Eines weiblichen in diesem Falle. Bist du? Annehmen? Ja, nimm alles an. Okay, der sieht irgendwie strange aus. Die hat Windpocken im Gesicht. Also Sommersprossen im Gesicht. Der Charakter sieht nicht schön aus. Nein, nein, nein. Und die andere? Das ist doch noch eine Blutelfin, ne? Nimm alles an. Du musst dir doch nicht die ganzen Weiber ansehen. Ne, mich interessieren aber die Texturen. Hey Baby, du hast eine schöne Textur. Ja, ja, das sagen sie alle. Ja, die wiederum geht eigentlich vom Gesicht her. Das ist ungefähr so das Gesicht, was du auch hast mit deinem Char. Finde ich jetzt nicht schlimm. Die eine ging aber gar nicht, die hatte Sommersprossen, so wie ich im Real Life. Wer ist denn der Tank? Ach, die da. Die Ninil. Nee, Ninlil. Frostwolf. Frostwolf ist der Server. Wie ich sehe, kommst du klar, Baby.
beim letzten, ja, komm, beim letzten Mal warst du ja sehr,